Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Overlord. Wir sind letztes Mal hier in unserem neuen, aufgepimpten Thronsaal stehen geblieben. Und ich werde jetzt erstmal zurück in das Zwergenland gehen, die Goldenen Berge. Und zwar zur Festung war das, glaube ich, wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren. Und ja, wir müssen ja den Zwergenkönig noch besiegen. Und da wollen wir mal schauen, wie wir jetzt in diese Burg reinkommen. Es müsste ja eigentlich hier irgendwo einen Weg geben. Und würde ich mal sagen, wir schnappen uns erstmal wieder hier unsere gewohnte Schergenanzahl und legen dann los. So, und für den Rest hole ich mir mal braune. Und wir können jetzt da 37 Schergen insgesamt schon mitnehmen, da wir das letzte Mal unsere Rüstung ein bisschen, nee, unseren Helm, den Helm ein wenig abgegradet haben. So, und ich habe letztes Mal nämlich dann noch in einem Video gesehen, wo ich die Schergen jetzt rüberschicken muss. Und zwar ist das hier und dann dort hoch und dann einmal da ran, genau. Ja, ist ganz gut, wenn man sich mal seine eigenen Videos anguckt, fällt einem doch nochmal ab und an die ein oder andere Sache auf. So, und dann gehen wir einfach jetzt hier rüber. Und wo ist der letzte Blaue? Da kommt er. Und da kommt schon mal der erste dicke Zwerg, der uns hier das Leben schwer machen will. Die Blauen mal eben in einen wiederbeleben. So. Und dann würde ich mal sagen, wollen wir doch mal schauen, was uns jetzt hier in der Burg, in der Festung erwartet. Ah, hier sind ein paar Zwerge momentan. Und ja, jetzt kommt eine ganze Horde. Schicken wir mal unsere ganzen Schergen drauf. Wir haben ja genügend Schergen hier zur Verfügung. Und die Zwerge sind jetzt auch nicht allzu hart als Gegner. Na komm, schnappt euch den mal. Und hier zwei blaue mal hinter, die da die Leute wieder beleben. Hier ist auch noch einer. So. Und da hinten sind wieder die ganzen Bomben in die Luft geflogen, habe ich gerade gesehen. Ja, lasst uns erstmal hier hochgehen. Die Zwerge platt machen. Da vorne liegt noch ein. Da hat er die Bombe genau in unsere Horde geschmissen. Genau. Nur kommen wir alle zurück hier. Na? Ja. Hört bloß nicht hin, wenn ich irgendwie die rechte Maustaste klicke. Naja. So, Leute, schnappt euch hier den Goldsack. Und die Truhen könnten wir auch nochmal öffnen. Alles mitnehmen. So, dann lass die Mädels mal hier vorbei mit dem Gold. Und wir gehen einfach mal hinterher und holen uns ein paar unserer Schergen. Da kommt noch ein Flammenwerfer. Da holen wir erstmal unsere Schergen zurück und schicken einen Grünen da rauf. Ah, wo kriege ich den jetzt anvisiert? Ah, jetzt liegt der Goldsack hier genau im Weg. Und komm weg, komm weg, komm weg! So. Jetzt könnten wir mal einen Grünen hinschicken, der ihm dann auf den Rücken springt und. Ja, okay. Selber schuld. Spring ihm auf den Rücken, Mensch. Uiuiui. So, jetzt ist der Grüne immerhin hinten drauf gesprungen. Macht ihn hoffentlich platt. Los, komm, spring wieder rauf, bevor er dich grillt. Oh Mann, heute Morgen sind die Schergen aber noch nicht allzu intelligent. Keine Ahnung, was da los ist. So, kommen wir alle zurück. So, jetzt explodiert der Gute gleich wieder. Das Spielchen haben wir ja schon ein paar Mal jetzt miterlebt dürfen. Genau. Und dann schnappen wir uns mal hier den Goldsack. Und die ganze Lebensenergie können wir natürlich auch wieder mitnehmen. Und dann lasst uns erstmal wieder unsere Schergenarmee. Oh Mann, wo kommen denn die jetzt wieder alle her? Lasst uns gleich erstmal unsere Schergenarmee wieder ein wenig auffrischen. Aufstocken. Wir haben nur noch 24 Stück. 13 Leute sind wieder gefallen. Und holen wir uns zwei rote. Grüne, nochmal 6 Stück.
So. Einen blauen. Und den Rest hole ich mir wieder die braunen. So, haben wir wieder 37 Stück. Und wir gehen wieder zurück in die Festung. Und hier müsste ja irgendwo auch der Anführer der Zwergen jetzt eigentlich sein. Und was haben wir da hinten? Sind noch ein paar Fässer. Die können wir natürlich auch mal kaputt machen. So, genau. Oh, nichts Großes gefunden. Und da sind auch noch ein paar Kisten drin. Und dann werden wir doch mal gleich hier die Treppe hochgehen. Ah, der eine kommt da noch die Treppe runter. So, schicken wir erstmal alle Leute rauf. Gegen so viele auf einmal wird er auch keine Chance haben, denke ich. Oh, wie ist denn der jetzt gefallen? So, den beleben wir natürlich wieder. So. Dann. Irgendwo hängt wieder mal einer. So. Gehen wir hier hoch. Und nehmen die Kisten hier natürlich wieder mit. Die Schergen, die aus der Muttergöttinnenstatue entkommen konnten, suchen noch immer ein Turmportal her. Okay. Also die haben scheinbar noch kein Portal gefunden bisher. Das heißt, wir können noch nicht in das Reich von der Jule uns teleportieren. Das wird dann ja das nächste Gebiet sein. So, da liegt noch ein bisschen Geld. Beziehungsweise Gold. Und hier hinter uns kommen zwei Zwerge. Ja, man mag ja meinen, zwei Zwerge können nicht allzu viel anrichten. Aber wenn die jetzt von hinten uns angreifen, dann erwischt sie ja meistens die Roten und die Blauen. Und die sind ja eh so ein bisschen schwach auf der Brust. Das heißt, die kippen dann auch entsprechend schnell aus den Latschen. Und dann kann es echt mal passieren, dass da so ein paar Schergen bei drauf gehen. Oh, und da ist wieder so einer. So. Haben wir jetzt auch ohne Verluste überstanden, da ich den Schuss irgendwie erstmal abgefangen habe. Ah, dahinter ist auch schon wieder so ein Typ. Jetzt habe ich natürlich leider schon meine Schergen hier rumgeschickt. Aber ist auch kein Problem gewesen. Kein verloren. Und da vorne haben wir wieder einen Flammenwerfer-Typen. Ja, lassen wir erstmal hier die Zwerge herkommen. Bevor wir die Schergen da jetzt total in den Flammenwerfer rennen lassen. Ja, komm zurück erstmal, komm zurück. Wir müssen aufpassen, der eine Zwerg hatte gerade Bier getrunken. Und wenn die Zwerge Bier trinken, dann platzen sie, wenn die Schergen sie besiegen. Deshalb hatte ich auch das eine Mal so viele verloren. Das ist mir später aufgefallen. Jetzt spring ihm auf den Rücken. Mensch, das kann nicht angehen. Ist doch nicht so schwer. Ach, Mensch, Junge. Och. Was ist denn los hier mit euch? Geht doch, endlich. Und diesmal müssten sie ihn auch kriegen, denke ich. So, komm zurück, komm zurück. Und der explodiert gleich wieder. Genau. So, trotzdem viel Grüne an dem verloren. Das ist ganz schön viel, eigentlich. Zu viel. So, hier gibt's Bier. Und hier sind noch ein paar Kisten, die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Gut, und lass uns mal unsere 33 Schergen nehmen und wir gehen mal hier rein, in die königlichen Hallen. Und ich würde mal sagen, das ist ein gutes Zeichen. Da werden wir wahrscheinlich jetzt den Zwergenkönig stellen. Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Vorsicht, Herr! Ich wollte doch nicht unter Steinen und Zwergenstein begraben werden. Gut, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufpassen hier drin.
dass die Bomben nicht in die Luft fliegen. Ich park mal meine Schergen gerade hier. Und versuche mal hier irgendwie durchzurennen, ohne dass mich irgendjemand sieht. Oh, da hat er mich schon gesichtet. Okay, jetzt schnell. So. Wo geht's hier lang? Oh, hier ist ein Goldsack. Ich rufe mal kurz meine Schergen hierher. Mal schauen, ob sie es unbeschadet überstehen. Kommen sie alle? Ja, sind alle angekommen. Oh, aber da gibt es jetzt eine Kettenreaktion. Da ist jetzt auf jeden Fall eine Bombe in die Luft geflogen. Und wir schicken mal 10 Leute hier an den Sack dran. Und wollen wir mal schauen, wo sie den hintragen. Okay. Ja, die hängen da jetzt schon wieder so komisch fest. Ach, da vorne ist schon wieder der Typ. Legen wir dem einfach mal eine Bombe hier hin. Hoffen mal, dass er jetzt hier fliegt. Na, hat nicht ganz geklappt. Gehen wir einfach mal in Nahkampf mit dem. Und jetzt hauen wir ab. So. Und warum können die jetzt den Goldsack hier nicht raustragen? So, komm mit. Ah, jetzt kommen sie. Sammeln wir nochmal die Lebensenergie schnell ein. Da hinten ist auch noch ein bisschen was. Und irgendwo zündet wieder ein Flammen. Oh. Ja, die Schergen gehen auch irgendwie immer die beklopptesten Wege, muss ich sagen. Oh Mann. So, greifen wir den halt mal an. Und da wird er gleich in die Luft fliegen. Schergen, kommt mal da weg. Batz, da hat sie zerlegt. Und die paar Säulen hier gleich wieder mit. So, jetzt aber. Das alles nur für so einen kleinen Goldsack. Was tut man nicht alles dafür, seinen Turm noch mal ein wenig verschönern zu können später. So, und ich werde mir jetzt erstmal meine Armee wieder mit dem blauen Schergen auffüllen. Genau, jetzt haben wir wieder 37. Und da vorne ist wieder noch ein Flammenwerfer-Typ. Dem werde ich mal eben wieder eine Bombe vor die Füße legen. Und den Schergen jetzt wohl... Oh, er hat sogar noch überlebt. So, packen wir gleich noch eine hin. Und der Scherge, der wird, glaube ich, nicht überleben. Ne, den hat's zerrissen. Den holen wir uns halt neu. So. Ach, der Gute lebt da immer noch. Okay, komm, denn die letzte Bombe noch. So. Okay. Der Typ, verliert jetzt schon wieder sein Gas, das heißt, er wird gleich explodieren. Okay. Und da geht das Tor hoch. Und es kommen wieder zwei von diesen Schützen. Um die werde ich mich am besten wieder selber kümmern. Weil die ansonsten wieder
meine halbe Armee platt machen werden. Ah, jetzt haben sie mich erwischt. So. Wofür haben wir denn Flammenzauber? Und meine Schergen dürfen zurückkommen. Ja, geht doch. Hier liegen noch Items, nimmt die mal mit. Und dann lasst uns hier durchgehen. Und hier gibt es ordentlich Schergennester. Und wahrscheinlich wird da drin jetzt der Endboss sein. Da wollen wir es mal spannend machen, würde ich sagen. Und ich mache an dieser Stelle erstmal einen Schnitt. Und ja, wir werden dann beim nächsten Mal uns wiedersehen. Und dann den Endgegner angreifen. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao.